Unsere Familie ist quer durchs Land gezogen. Als Kind war das wirklich schwer. Dann plötzlich in einer neuen Nachbarschaft zu sitzen, da sitzt man dann in einem Haus und weiß nicht, wer wohnt da eigentlich nebendran. Wir haben in Nürnberg angefangen, Bayreuth, Weiden, in manchen kleineren Dörfern. Dann waren wir plötzlich in Hannover in der Großstadt. Und ich kann mich erinnern, der Umzug von Bayern nach Hannover, das war eigentlich der schwierigste. Weil da war man plötzlich der Bayer in der Nachbarschaft. Fällt es durch die Sprache schon ein bisschen auf und dann natürlich auch durch so eine gewisse bayerische Unbekümmertheit. Das fanden die Mädels ganz interessant, weil da so ein fröhlicher Bayer um die Ecke kam. Für die Jungs war das natürlich eine Bedrohung aus einem fernen Bundesland. Und da musste man sich seinen Platz dann wirklich erst erkämpfen. Und da gab es auch große Rangeleien am Anfang. Und als ich mir dann meinen Platz in dieser Jungsnachbarschaft sozusagen erkämpft hatte, dann zogen wir schon wieder weiter in die nächste Stadt. Ich bin mit 18 dann irgendwann ausgezogen, weil es dann doch für mich nicht so einfach war, dauernd aus der Nachbarschaft rausgerissen zu werden und dann in einer neuen drin zu sein. Also meine erste eigene Wohnung, da war ich Untermieter bei einer älteren Dame in Murna am Staffelsee und neben mir wohnte auch eine junge Dame, die hatte auch so ein kleines Zimmer unterm Dach gemietet und da habe ich mir am Anfang sehr oft Sachen ausgeliehen, die ich auch zu Hause hatte, mit eindeutigen Absichten und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Die Faszination des Umziehens steht natürlich im Gegensatz zu dem, dass man endlich mal ein Stück zu Hause will. Ja, ein bisschen Heimat. Deswegen habe ich auch unglaublich lang immer zwei Wohnsitze gehabt. Also ich bin unglaublich lang in Murna wohnen geblieben. Und dann habe ich schon in München beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Und dann ging es irgendwann nach Düsseldorf. Da wollte ich auch unglaublich lange nicht umziehen. Und habe heute noch meinen Hauptwohnsitz in München. Ja, diese Angst, die Zelte irgendwo ganz abzubrechen, die ist, glaube ich, noch aus dieser Zeit geblieben. Ja, und das bedauere ich irgendwo. Auf der anderen Seite ist es wirklich auch so ein gewisser Mut, den mir diese Zeit gegeben hat, auch auf andere Menschen zuzugehen und neue Plätze auch zuzulassen.